Willkommen zurück zu Minecraft hier. Wie immer, sage ich tatsächlich jedes Mal. Wir hatten letztens eine Anmerkung zu. Und es stimmt tatsächlich. Liegt vielleicht daran, weil es einfach immer das Gleiche ist. Hier, was hier passiert. Das Haus hat ein bisschen mehr Inneneinrichtung erfahren als normalerweise. Es ist aber trotzdem noch nicht ganz fertig. Komischerweise, deswegen... Die Musik brüllt mich gerade mal an. Ich mache sie mal leiser. So. Deswegen, es ist noch nicht ganz fertig. Gerade von außen kann man noch so ein paar Sachen machen. Aber es entwickelt sich. Ah, es sieht sehr gerade aus an der Stelle, ne? Können wir hier vielleicht mal so ganz spontan, sehr spontan, nochmal so einen kleinen Überstand ranwerfen vielleicht? Wunderhübsch. Und hier meinetwegen noch so ein Zäunchen vor. Ja, total, total viel, was passiert ist. Na gut. Könnte schön werden. Hier könnte man noch so einen kleinen Steg hin basteln. Zumindest, es ist ja schon alles noch voll geerdet hier. Da ist ja nicht, dass da Wasser zwischen wäre, aber dass man das hier zwischen ein bisschen erhöht vielleicht. Und ein bisschen so einen leichten Rand drum macht. Mit Stein. Also wäre nett, dass wir halt nochmal eben bei diesem Haus hier bleiben. Dass wir hier außenrum noch so ein paar schöne Sachen machen. Hier ist Leben im Boden. Habe ich auch irgendwie übersehen bisher, habe ich den Eindruck. Ist ja schön, falls wir mal wieder welchen brauchen. Wir können ja auch noch theoretisch ein bisschen, ja, ein bisschen Sandstrand reinwerfen. Das ist nämlich eigentlich ganz schön hier gerade mal. Ein bisschen Sand am Rand. Lass mich überlegen, wie mache ich denn das? Einfach hier ein bisschen was ersetzen. Dass man hier so eine kleine, ja, Lagune will ich das nicht nennen. Aber so eine kleine Sandzipfel-Landzunge hat. Wäre vielleicht ganz hübsch. Vielleicht. Dass man hier die Aussicht genießen kann. Vielleicht kriegen wir es hin. Ich weiß nicht genau, wie weit da die Details für ausreichen. Dass man hier so ein paar Strandliegen macht. Handtücher könnte man einfach mittels Teppich machen. Das sehe ein bisschen sehr albern aus, aber es ginge. Und ansonsten müsste man den Rest mal probieren, wie das noch funktionieren könnte. So. Wunderbar. Was ich eigentlich machen wollte, ist gar nicht mal hier herumwecken. Tja, komm, ich lasse es doch flach hier. Dann kann man hier noch so eine Stufe reinschmeißen und dann passt das schon. Oder man macht das hier noch einen Ticken größer. So, kann man hier eine Stufe reinwerfen, dann sieht das vielleicht hübsch aus. Ich wollte auf der anderen Seite da den Eingang zu dem Untergrund ein bisschen hübscher gestalten. Weil das im Moment ja nur so ein komischer Eingang ist, dass man da nochmal einen ordentlichen Keller drunter schmeißt vielleicht. Ich weiß, da wird nicht viel passieren, aber es schadet ja nicht, wenn man sowas mal gemacht hat. Weil gerade unterirdische Bauten haben wir mal höchst selten gemacht hier. Ziemlich furchtbar, innerhalb von diesen 800 noch was Folgen. Da haben wir echt nicht viel gemacht. Ah, doch, das geht. Doch, das geht. Wunderbar. Ja, komm, mach was ganz zu. Huch. Genau, das war der Plan. Die Schaufel ist immer noch die ist immer noch zu effizient. Da klickt man einmal falsch und dann ist der ganze Boden weg. Plötzlich versinkt das ganze Meer, wenn man versehentlich ein riesiges Loch in den Boden reingeworfen hat. Und das ganze Wasser ist dann weg. Das wäre ein bisschen blöd. Ich mach das mal so und dann kommen dann die Fackeln ran. Man kann ja auch draufschmeißen, aber will ich gerade mal gar nicht. Das wird das hier auch so fortsetzen mit diesem Trend. Das wäre doch schön. Hier vielleicht den Boden habe ich noch... Ja gut, ich habe Kies dabei, aber will ich gar nicht. So. Ah. Immer dieses... Versuchen, realistisch etwas zu bauen, was schon verfallen ist. Ist gar nicht mal so einfach, finde ich. Weil man nicht einfach symmetrisch bauen kann. Da muss man halt so ein bisschen fühlen, wie das läuft und wie nicht. Dass man das, ja, das kann man sogar noch ein bisschen weiter ausbeuten hier, ein bisschen weiter ausbreiten. So, ist doch nett. Sieht nicht komplett heile aus und schön. Ja, und hier brauche ich noch mehr von den, was sind das? was sind, hallo, wie heißt das Ding? Achso, Diorit, genau. Von dem geschmusten Diorit. Bisschen was ranschmeißen, das wäre sehr sinnvoll. Warum habe ich hier drei Werkzeuge drinne? Hätte nicht eins gereicht, wahrscheinlich. Sollte man meinen.
Ja, genau, der Weg ist auch schön hier. Ich werde mich nochmal eben ins Bett schmeißen, damit das alles läuft. Sonst habe ich hier gleich ungewünschten Besuch. Ja, Diorit, achso, kriegt man einfach so aus der Gegend. Das ist schön. Ich muss mal gucken, ich glaube, ich habe... Habe ich noch Diorit? Unpolierten? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, aber glauben heißt ja nicht wissen. Deswegen, ich habe keine Ahnung. Ach, es geht noch. Sieht ja nicht ganz so kaputt aus. Hätte man auch aus Holz machen können. Mache ich aus Holz. Sehr schnell umentschieden. Yay. Ja, ist besser. Können wir auch hier noch machen, ne? Dass das so ein bisschen vollständiger wird. Da kann ich, glaube ich... Nope, das kann ich nicht. Mit Holz ersetzen. Dann sieht man das von außen. Das wäre ein bisschen ungünstig. Ja, das... Ich weiß nicht genau. Ich bin damit noch nicht ganz zufrieden mit dem ollen Herumgeschwängel da. Aber es wird schon passen. Denke ich mal. So. Wie mache ich das? Mache ich da eine... Ich glaube, das ist zwar ganz, mit dem Schild ganz ulkig, aber ich glaube, ich brauche dann eine Zweierbreite. Also im Sinne von nicht unbedingt brauchen, aber von gerne haben wollen. Dass wir hier unten zumindest so ein kleines bisschen an Kellerei reinschmeißen. Das muss ja nicht so ewig tief sein. Dass man hier auf dieser Ebene irgendwie eine kleine... noch ein paar Räumchen macht, so eine kleine Miniaturbasis. Oder man macht das wirklich weiter unten, dass man von da unten aus eine Ausgangsposition hat. Ich weiß gerade nicht, ob da unten noch... Doch, da waren weitere Höhlen, ne? Glaube ich. Gehe ich doch mal sehr stark von aus. Ich würde mich sonst wundern. Und dass wir da unten dann entsprechend vielleicht noch mal so ein paar Forschungen angehen, was da noch in der Gegend sein könnte. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Aber es wäre zumindest eine Möglichkeit. So, ist nur eine Idee, was ich jetzt gerade hier mache. Das ist nichts wirklich Erprobtes. So. Es sieht gerade mal sehr massiv aus, ne? Aber ich glaube, wenn man von hier kommt, sollte das eigentlich passen. Wir können dann so ein paar von den Zäunen daran schmeißen. Da oben drum. Das sieht dann vielleicht netter aus, weil es dann nicht ganz so platt ist. Stöcksche. Achso, ich habe keine... Nö, ich habe überhaupt kein Holz mehr. Habe ich hier noch Holz? Natürlich nicht. Warum frage ich das eigentlich? Da habe ich auch nichts. Na gut. Dann halt nicht. Was kann man hier zwischen denn nochmal machen? Achso, kleinen... Na, ohne Holz ist auch ein Steg halt ziemlich dämlich. Ich hätte sonst gerne einen kleinen Steg daran geworfen. Hier irgendwo ins Wasser. Eigentlich gerne hier vorne, aber hier kann man vielleicht... Genau, mache ich das nicht aus Sand hier, sondern mache hier so eine kleine... Holzeinbuchtung. Oder ich... Ne, da vorne nicht. Das mache ich hier hinten. Weil man von hier dann eher aufs Wasser rausfahren kann. Vielleicht, dass wir das Wasserstück dann auch noch mal ein bisschen ausweiten hier. Könnte man hier ein bisschen wegreißen. Muss hier nicht viel sein. Aber wir haben auch sehr wenig Terraforming gemacht. Deswegen denke ich mal, es ist okay. Warum nicht jetzt damit anfangen? Bisher hat mir die Welt ja gut gefallen. Aber jetzt nicht mehr. Sie muss leiden unter unserer Schaufel. Total gelitten und so. Sieht... Boah, ist sie hässlich auf einmal. Total gelitten. Nee, Quatsch. Ist doch nicht hässlich hier. Ist doch nur ein bisschen flach. Ich weiß nicht... Ich habe den Eindruck, dass gerade bei diesem flachen Gewässer gerne mal die Schiffe kaputt geschreddert werden, sobald die darüber fahren. Hat zwar eigentlich nicht wirklich Einfluss darauf, sollte es nicht. Aber zumindest kam mir das so vor. Ach, okay. Das ist natürlich... Warte mal, können wir das irgendwie... Na, da könnte man eine Brücke nochmal rüberschmeißen, vielleicht da vorne, dass man den Weg hier hinlegt. Das wäre doch mal cool, dass man hier so eine Art Naturgrotte hat. Habe ich auch viel zu selten gemacht bisher. Und ich weiß, dass wir beim Berg da auch noch selber so ein paar Grotten oder Sachen da unten drin haben, die auch ähnlich aussehen. Aber die sehen halt anders aus. Nicht genauso. Deswegen habe ich gerade mal Lust, das zu machen hier. Dass man hier nochmal eine etwas neue Herausforderung hat. Im Sinne von, die vorhandenen Stellen nochmal ein bisschen aufzuhübschen. Sinnvoll für den eigenen Zweck zu misshandeln. Und ein bisschen hübsch zu machen. Ich will nicht alles jetzt abtragen hier. Aber
Soll da zumindest ein kleines bisschen nach unten kommen. Ist ja mal schön. So eine spontane Bauoption hier. Furchtbar. Aber genau das sind, glaube ich, die Sachen, die einen dann am Spielen behalten. Dass man halt spontan irgendwas sich aussucht, was man macht. Weil wenn man sich immer, also wenn man immer vorplant, was man machen will, dann weiß man halt schon genau, was passieren wird. Und gerade dieses Unerwartete und diese spontanen Ideen sind eigentlich, finde ich, immer sehr angenehm. Deswegen möchte ich das gerade mal hier verfolgen, obwohl es eigentlich recht unsinnig ist. Aber, au, was? Ach, nee, Moment. Aha. Ist das, aber es ist nicht verbunden hier, ne? Nee. Man könnte das verbunden, dass man hier mit einem Boot reinfahren kann nach da unten. Dann müsste ich das gar nicht mal alles abtragen hier. Wobei, das hier ist der Wasserstand. 2, 3, 4, 3, 2, 1. Das Wasser hier drin ist ein bisschen höher. Huh. Oder? Doch, das ist ein Ticken höher hier. Ist mir nicht schlimm. Aber dann kann man da halt nicht direkt reinfahren. Und das alles absenken hier wäre auch Quatsch. Dann geht ja wieder diese Natürlichkeit flöten. Huh. Huch, das war falsch. Sehr natürlich. Sehr natürlich falsch gebaut. Ja, von dieser Seite sieht das Haus noch ein bisschen langweilig aus. Irgendwas fehlt da noch vor. Ob man da vielleicht noch ein größeres Dach vielleicht drauf wirft. Diese Ecke sieht halt furchtbar aus. Der Rest geht, aber das da unten... Nee, noch nicht so schön. Oder noch eine Mauer da irgendwie von noch wegziehen und dann irgendwie noch so ein kleines... Da noch eine Laterne mit Lowstone hin, das wäre vielleicht auch nett. Wäre eine Option. So. Das sieht ein bisschen komisch aus. Oder man macht das ganz zu und macht das nur von hier vorne dann zugänglich. Wobei auch daher erstmal herauszufinden ist, wie das von der Höhe da passt. Huh. Huh. Ich glaube, auch hier sind wir zu hoch. Jups. Wenn das hier aber jetzt wieder ein Meeresspiegel ist, will ich das doch vielleicht absenken hier? Dann könnte man da echt durchfahren. Das wäre toll. Na gut, klar. Die Boote würden zerfliegen. Wie sonst was. Aber es wäre cool, wenn man hier so einen Durchgang hat. Ich glaube, ich muss das hier mal tiefer legen. Ich muss aber erst den Boden ein bisschen ausweiten. Huh. Dass ich genau eine Sache hier runterkomme. Dann sieht das nicht zu unnatürlich aus, weil die grundlegende Form ja immer noch die gleiche ist. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Zumindest habe ich die Hoffnung. Hoffnung ist zumindest ein Anfang. Dann hat man hier auch ein bisschen mehr Kopffreiheit. Ja, doch, das passt. Das ist sogar noch Kohle. Wow, brauche ich unbedingt. Habe ich mir schon immer gewünscht. Ich habe aber extrem wenig Kohle verbraucht in letzter Zeit, weil ich einfach mal wenig irgendwelche Sachen eingeschmolzen habe. Würde ich da mal angemerkt haben. Weil die meisten so Rohstoffe, die ich verwende, die... Die habe ich halt da. Die findet man irgendwie ständig. Oder auch nicht. Und... Ja. Ist nicht so, dass wir da jetzt irgendwie viel machen würden. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht noch mehr Sachen... ob ich wirklich mal mich um sowas wie Tränke kümmere. Oder vielleicht, dass wir uns als Ziel setzen. Ich weiß nicht, ob das im Alleingang sehr sinnvoll wäre. Dass wir uns mal einen Beacon irgendwo bauen können. Irgend so ein Leuchtfeuer hier. Das fände ich mal tatsächlich ganz nett, aber ist halt die Frage, wie gut das machbar ist. Weil wir dafür im Nether dann herumwursteln müssen, zur Nether-Festung hingehen, damit wir da Wither-Skelett-Schädel finden und so den ganzen Krams. Aber dass man zumindest mal so ein paar Sachen macht, die man bisher noch nicht so oft gemacht hat hier. Das wäre mal schön. Zum Beispiel unter Wasser sterben, wie jetzt gerade fast. Das ist total die Action. Wow, sterben. Ja, aber dass man sich da ein bisschen nochmal ein paar Sachen sucht, die man noch nicht allzu oft gemacht hat. Ist das jetzt alles bewässert hier? Ich hoffe es mal sehr. Dann machen wir es wirklich so. Das muss ich dann noch ein bisschen annatürlichen hier. Ich hoffe mal, das sieht dann irgendwie okay aus. Das wird dann der Durchgang hier. Genau, das kann man hier reinfahren. Kann man hier dann auch noch schön ein bisschen verkleiden und ein bisschen Krams machen. Und schon ist der Wasserspiegel einen tiefer.
Einfacher geht das, glaube ich, nicht. Es sei denn, man hat... Ne, selbst mit dem Eimer hätte es nicht funktioniert. Dass man sich das da immer rausholt. Und dadurch, dass ich da jetzt die Cobblestones genommen habe die Erde, weiß ich auch genau, welche Steine ich dann wieder weghauen kann und welche nicht. Welche quasi da drüber waren und überflüssig sind. Oder welche, die ich halt selbst daran gepackt habe. Dann wird das hier tatsächlich mal so eine kleine Grotte. Das wäre auch cool. Aber irgendwie ist die Strömung hier komisch. Oder ich bin einfach nicht sehr wassergeländefähig. Ich glaube, hier vorne ist halt furchtbar einigermaßen. Weil da ein Wasser fehlt oder so. Habe ich die Befürchtung. Ups. Ja, ich brauche auf jeden Fall einen Wassereimer. Hier muss ich noch ein paar Sachen ausbessern. Auch der Durchgang da. Oder na gut, wenn ich den 2 breit mache, dann sollte sich das vielleicht regulieren. Oder habe ich da falsche Hoffnung gerade mal? Auch hier vorne. Ja, man sieht ja, dass das schräg ist. Ah, Strömung. Nicht schön, aber selten. Achso, es ist Stein. Huch, das sah gerade durch das Licht sehr erdig aus. Ich wollte gerade schon sagen, wie lang denn hier die Schaufel braucht. So, ich habe keine Ahnung, ob ich hier rauskomme. Sollte aber eigentlich. Ja, Spitzensprung. Ja, ich kann das. Jump'n'Run in Minecraft ist genau meins. So, aber es ist schön. Es gefällt mir gerade mal. Hätte ich ja nicht mit gerechnet, dass sowas passiert hier. Aber es ist schön, finde ich. Man könnte dann sogar... Ja, eine Ebene kann, glaube ich, noch gerne ab. Muss ich nur halt die Decke da anders ausfüllen. Ich meine, das Ganze ist jetzt einen tiefer gelegt. Da ist die Decke dann auch nicht mehr... Also da ist die Deckenhöhe jetzt nicht so wahnsinnig winzig. Sollte es eigentlich passen, wenn man hier oben das dann noch irgendwie schön ein bisschen auskleidet. Mit Gras oder mit Weg oder mit was auch immer. Sollte das eigentlich passen. Hier kommt dann noch schön ein bisschen Stein und Krams hin. Und dann ist das hoffentlich mal ein bisschen hübscher, ein bisschen, ich will nicht sagen professioneller, aber ne, ein bisschen angeordneter hier. Als wäre es trotzdem natürlich, aber da hätte jemand so kleine, feine Details hinterlassen. Das wäre schön. Ja, man kann das ja auch noch ein bisschen künstlich nach vorne ziehen, das wäre vielleicht auch schön. Und ich befürchte mal, dass hier gleich tatsächlich mir jemand auf die Füße treten wird. Ich hoffe, niemand von euch da draußen. Aber ich wüsste auch nicht, wie ihr ins Spiel kommen solltet hier. So, schwupps, schwupps, schwupps. Krasse Sache. Muss halt natürlich alles noch ein bisschen angeglichen werden, ein bisschen schön angeformt, ein bisschen hübsch gemacht werden, wie das alles läuft. Aber als Idee finde ich das schön. Und ja, ich muss unbedingt einen Wassereimer holen. Geht sonst gar nicht.